Herzlich willkommen zu den Sport 1 News am 2. September 2021, an dem Tag, an dem Hansi Flick sein erstes Länderspiel als Bundestrainer absolvieren wird. Gegen Liechtenstein in der Schweiz, die Mannschaft eben im Stadion angekommen, die Fans sind auch schon da, einige sind zugelassen. Also es ist angerichtet für ein Fußballfest, Liechtenstein mit Sicherheit kein Gegner, der die deutsche Mannschaft ins Wanken bringen kann. Wir schalten gleich dorthin live und holen uns letzte Informationen gerade über die Aufstellung hierher. Vorher einer, der schon gespielt hat, und zwar zum 180. Mal für sein Land, sein 111. Tor erzielt hat. Noch nie hat jemand für eine Nationalmannschaft mehr Tore erzielt als er. Cristiano Ronaldo, CR7 international. Cristiano Ronaldo, oder man könnte auch sagen, das Synonym für Superlative. Mit seinen Toren 110 und 111 im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland bricht der Portugiese die Bestmarke des Iraners Ali Dai und ist nun alleiniger Weltrekordhalter in Sachen Toren in der Nationalmannschaft. Das Ganze in seinem 180. Länderspiel für Portugal. Die Nationalmannschaftskarriere von Cristiano beginnt klassisch in Portugals U-Mannschaften. Mit Portugals U21 wird er im Sommer 2003 Europameister. Kurz darauf, am 20. August 2003, debütiert Ronaldo in Portugals A-Nationalmannschaft. Gegen Kasachstan wird er in der zweiten Halbzeit eingewechselt, bleibt aber ohne Torerfolg. Zum ersten Mal ins Schwarze trifft Ronaldo dann in der Gruppenphase der Euro 2004 gegen Griechenland. Auch im Halbfinale trifft CR7, damals in der Nationalmannschaft noch mit der Nummer 17 unterwegs, beim 2:1-Sieg gegen die Niederlande, schießt sein Team damit bei der Heim-EM ins Finale. Dort verlieren die Portugiesen dann gegen Vorrundengegner Griechenland mit 0:1. Portugal und Ronaldo nach der Partie im Tal der Tränen. Ein bitterer Moment in der sonst meist von Erfolgsgeschichten gesäumten Karriere des portugiesischen Superstars. Einen Tag nach seinem 22. Geburtstag führt er dann bei einem Freundschaftsspiel gegen Brasilien erstmals die Mannschaft als Kapitän aufs Spielfeld. Nach dem Rücktritt von Luis Figo wird dann auch in der Nationalmannschaft Ronaldos geliebte Rückennummer frei. So wird 2007 dann auch im Team Portugal aus CR17 endlich CR7. Im Jahr 2014 dann Ronaldos nächster Meilenstein. Mit seinen Treffern 48 und 49 im Freundschaftsspiel gegen Kamerun macht sich Ronaldo im Alter von 29 Jahren zum alleinigen Rekordtorschützen Portugals. Die Bestmarke hielt bis dahin Pauleta, mit dem er im Jahr 2004 zusammen Vize-Europameister wurde. Bereits im Folgejahr durchbricht Ronaldo die nächste Schallmauer. In den EM-Quali-Spielen gegen Dänemark und Armenien erzielt CR7 jeweils den 1:0-Siegtreffer und bricht mit 23 Toren in Qualifikations- und Endrundenspielen der Europameisterschaft den Rekord von Hakan Şükür und Jóndal Tómasson. 2016 dann das goldene Jahr. Ronaldo holt sich den so lange ersehnten EM-Titel. Das dramatische Finale verfolgt Ronaldo ab Mitte der ersten Halbzeit von der Seitenlinie. Nach einem Zweikampf mit Dimitri Payet muss Ronaldo unter Tränen das Spielfeld verlassen. Neben dem Titel egalisiert der damals 31-Jährige dann gleich noch zwei weitere Bestmarken mit einem Streich. Mit insgesamt 9 Toren in 21 Einsätzen bei Europameisterschaften übertrifft Ronaldo im Turnierverlauf den Torrekord von Michel Platini und löst Edwin van der Sar sowie Lilian Thuram als EM-Rekordspieler ab. Ronaldos Karriere gleicht einem Bilderbuch. Was fehlt, ist der WM-Titel. Die Chance auf diesen wird der heute 36-Jährige vermutlich im nächsten Jahr in Katar zum letzten Mal bekommen. Ronaldo hat ja seinen, jetzt sind wir in der richtigen, Ronaldo hat ja seinen Verein gewechselt von Juventus Turin zu Manchester United. Wahrscheinlich einer der größten Transfers dieses Sommers. Und es werden immer noch Transfers offiziell vermeldet. Der hier zum Beispiel, vor wenigen Minuten reingekommen, Fenerbahçe Istanbul hat gepostet, wir haben das übersetzt, unser neuer Transfer Max Meyer. Er bestand seinen Gesundheitscheck im Krankenhaus Altunizade. Also Max Meyer ebenso wie Mergin Berisha von Salzburg zu Fenerbahçe gewechselt, spielt jetzt zusammen mit Mesut Özil. Unter anderem gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League. Am 16.09. treffen die beiden in Frankfurt aufeinander. Damit sind wir bei den Transfers und bleiben bei den Transfers und sagen Ihnen, was heute und in den vergangenen Tagen so passiert ist.
Das Transferfenster ist geschlossen. Nun können sich die Vereine darauf konzentrieren, ihre Hausaufgaben in Sachen Vertragsverlängerungen zu machen. So auch der FC Barcelona bei Ousmane Dembélé. Laut Mundo Deportivo haben die Katalanen für September ein Treffen mit dessen Agenten Moussa Sissoko vereinbart, um Fortschritte in den Gesprächen über eine Verlängerung seines im Juni 2022 auslaufenden Kontraktes zu erzielen. Laut der spanischen Zeitung strebt Barca eine Vertragsverlängerung um mindestens 2 Jahre bis 2024 an, um auch auf dem Transfermarkt kräftig mitmischen zu können. Obwohl das Transferfenster mittlerweile in den meisten Ländern geschlossen ist, hat Franck Ribéry noch alle Zeit der Welt, sich den passenden Club auszusuchen. Weil der Franzose seit Juli vertragslos ist, kann er auch nach dem Deadline-Day zu einem Club seiner Wahl wechseln. Ribéry will offenbar in Italien bleiben, weswegen sein Berater einige Vereine abgegrast habe, unter anderem Milan, Sampdoria und Lazio Rom. Die Parteien sind im Gespräch, bis Ende der Woche dürfte eine Entscheidung vorliegen. Am Ende ging Hertha BSC offensichtlich einfach die Zeit aus. Die alte Dame arbeitete laut Medienberichten am letzten Tag der Transferperiode noch an einer Verpflichtung von Milan-Star Samu Castillejo. Bezüglich Castillejo soll sich die Hertha laut Bild und BZ bereits mit dem 26-Jährigen einig gewesen sein. Eine Einigung mit dem AC Milan stand dabei aber noch aus und konnte offenbar vor Schließung des Transferfensters in Deutschland am Dienstag um 18 Uhr nicht mehr erzielt werden. Es ist keine einfache Zeit für Leroy Sané derzeit bei den Bayern. Man hat den Eindruck, er kann tun und machen, was er will. Die Fans nehmen ihn noch nicht so richtig an. Deswegen spannend, ob er heute spielen wird bei der Nationalmannschaft unter Hansi Flick in seinem ersten Länderspiel als Bundestrainer. Wir schalten gleich vor Ort. Vorher schauen wir uns den Newsflash an und der startet eben mit Leroy Sané. Uli Hoeneß hat Leroy Sané zu einem Besuch zu sich nach Hause am Tegernsee eingeladen. Nach Sport1-Informationen soll das Treffen nach den Länderspielen stattfinden. Der langjährige Bayern-Präsident, der weiterhin Mitglied im Aufsichtsrat ist, will dem Offensivstar aber nicht die Leviten lesen, sondern dessen schwierige Situation einmal in Ruhe besprechen und dem Bayern-Star zurück in die Spur helfen. Der Nationalspieler durchlebt derzeit keine leichte Phase beim FC Bayern. Zuletzt wurde er sogar von eigenen Fans ausgepfiffen. Der FC Barcelona hat am Mittwoch das Geheimnis gelüftet, welcher Spieler künftig das Trikot mit Messis früherer Rückennummer 10 trägt und Ansu Fati dieser Ehre zuteil werden lassen. Der 18-Jährige durchlief wie schon Messi Barcas Jugendakademie und gilt als großer Hoffnungsträger der Katalanen. Nach langwieriger Verletzungspause befindet sich Fati nun wieder im Training. Es wird also nicht mehr lange dauern, bis er das berühmte Trikot mit der Nummer 10 auch auf dem Platz tragen wird. Mario Götze hat von seinem ehemaligen Trainer Jürgen Klopp geschwärmt. Er hat mir sehr geholfen, er hat mich zu einem Fußballprofi gemacht. Er hat mir sehr viel bedeutet und bedeutet mir immer noch viel, führte der Mittelfeldspieler im englischen Podcast The Home of Football von 433 aus. Allerdings konnte Klopp auch mal unangenehm werden. Er sei sehr streng gewesen, sowohl auf dem Platz als auch abseits davon. Er habe immer darauf geachtet, dass sich die Spieler korrekt verhalten hätten. Wenn ich mal zu spät war oder defensiv nicht meine Aufgaben erledigt habe, hat er mich regelmäßig zurechtgewiesen. Manchmal kann er auch echt hart sein, so Götze weiter. Klopp habe auf seinen Wechsel zum FC Bayern 2013 verstimmt reagiert. Diesen erklärte der ehemalige Nationalspieler mit dem Wunsch, unter Pep Guardiola den nächsten Schritt machen zu wollen. Kimi Räikkönen hat sein Karriereende in der Formel 1 zum Saisonende angekündigt. Das war's, dies wird meine letzte Saison in der Formel 1 sein. Das ist eine Entscheidung, die ich im letzten Winter getroffen habe. Es war keine leichte Entscheidung, aber nach dieser Saison ist es Zeit für etwas Neues, schrieb der 41-Jährige auf Instagram. Iceman Räikkönen war 2001 mit Sauber in die Königsklasse eingestiegen. 2007 wurde er in seinem ersten Jahr bei Ferrari Weltmeister. Auch wenn die Saison noch läuft, möchte ich meiner Familie, all meinen Teams, allen, die an meiner Rennkarriere beteiligt waren und vor allem allen großartigen Fans, die mich die ganze Zeit unterstützt haben, danken. So der Finne weiter. Die Aufstellung der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Liechtenstein ist da. Ob die drei Neulinge oder zumindest einer mit dabei sind, sagen wir Ihnen gleich. Vorher schauen wir, was diese drei Neulinge so ausmacht. David Raum, Karim Adeyemi und Nico Schlotterbeck. Neulinge, die mehr sein sollen als Platzhalter oder Alibi-Lückenfüller zwischen all den Superstars im deutschen Kader. Die U21-Europameister verkörpern Aufbruchsstimmung nach der zuletzt bleiernen Löw-Ära. Alle drei sind vollwertige Alternativen, die die Mannschaft bereichern, wie Bundestrainer Hansi Flick betont.
Nico Schlotterbeck ist dabei, der eine sehr gute Euro gespielt hat, U21 Euro gespielt hat, den man gerade auf der Position der Innenverteidiger natürlich mal sehen möchte, der aber auch sehr variabel spielen kann, auf mehreren Positionen spielen kann, der kann Dreierkette spielen, aber kann natürlich auch aufgrund seiner fußballischen Qualität auch im Mittelfeld spielen. David Raum war auch ein sehr, sehr gutes Gespräch und er hat ja die U21 gespielt, Olympia gespielt. Wir wissen alle, dass er ja, in den letzten Wochen sehr belastet war, aber ich glaube, er hat es sich verdient, hier dabei zu sein, weil auch gerade auf der linken Seite ja, wir auch nochmal einen Spieler sehen wollten, einen neuen Spieler auf der linken Verteidigerposition. Karim Adeyemi, ja, da war auch der Austausch mit Stefan Kunz und Trainerteam der U21 sehr gut. Der 19-Jährige von RB Salzburg bringt Qualitäten mit, die schmerzlich vermisst werden. Er ist der einzige echte Mittelstürmer im deutschen Kader. Adeyemi kann bereits 2 österreichische Doubles und 59 Pflichtspiele mit 33 Torbeteiligungen vorweisen. Sollte er sich in den kommenden 3 Länderspielen empfehlen, dürfte Adeyemi in Zukunft wohl noch öfter dabei sein, im Ensemble der Superstars. Auch David Raum bekleidet eine Position, auf der ein Mangel an hochwertigen Alternativen herrscht. Der neue Hoffenheimer ist klassischer Linksverteidiger und hat damit seinem Konkurrenten Robin Gosens etwas voraus. Der spielt im Verein bei Atalanta Bergamo den Linksaußen in einem 3-5-2, also etwas offensiver als Raum, der die Viererkette gewohnt ist und damit besser ins System Flick passt. Der Bundestrainer hat bereits erklärt, eine Viererkette zu bevorzugen. Ich muss ehrlich sein, ich hatte damit noch nicht gerechnet, beziehungsweise einfach nicht damit gerechnet, dass er jetzt schon kommt, der Anruf. Erhofft habe ich mir natürlich immer, dass er dann kam. War ein riesen Glücksmoment für mich und kann es bis jetzt noch nicht so richtig fassen. Am schwersten dürfte es Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg haben. Er sieht sich harter Konkurrenz gegenüber. Süle, Rüdiger und auch Kehrer sind in der Innenverteidigung wesentlich erfahrener. Schlotterbeck ist wohl vor allem deswegen nominiert, weil Mats Hummels und Matthias Ginter momentan fehlen. Flick wollte ihn unbedingt dabei haben. Er hat morgen schon 3-mal angerufen. Bei uns ist Handyverbot am Gelände, konnte ich nicht drangehen. Hab dann zurückgerufen und war dann schon überrascht, dass der Bundestrainer dran gewesen ist. Ich glaube, ist für einen jungen Spieler wie mich eine brutale Ehre, für Deutschland aufzulaufen. Ich habe mich riesig gefreut, das habe ich dem Trainer mitgeteilt. Die 3 Neulinge sind bereits voll in die Mannschaft integriert, wurden von den Kollegen akzeptiert, als gehörten sie schon immer dazu. Jetzt müssen sie auf dem Platz beweisen, dass der Bundestrainer auch in Zukunft auf sie bauen kann, dass sie mehr sind als Lückenfüller zwischen all den Superstars. Soweit also zur Nationalmannschaft bzw. zu den 3 Neuen. Gleich ist Anpfiff in St. Gallen in der Schweiz gegen Liechtenstein. Und Patrick Berger, unser Chefreporter, ist für uns vor Ort. Live zugeschaltet. Schönen guten Abend, Patrick. Grüezi aus der Schweiz. Grüezi aus St. Gallen. Hallo. Grüezi. Bisher sieht man hinter dir noch nicht allzu viele Fans. Was ist denn rund ums Stadion schon los? Was können wir heute fantechnisch, atmosphärisch dort erwarten? Ja, es geht, muss ich sagen. Also das ist durchaus der Hauptzugang, um dann hochzukommen in den Kibun Park hier in St. Gallen. Und in dem Stadion, was 20.000 fast sind, 8.000 heute zugelassen und 6.500 Tickets sind am Ende weggegangen. Also 6.500 Tickets am Ende weggegangen. Und das ist vielleicht interessant nur an Leute, die aus Liechtenstein, aus der Schweiz und aus Österreich kommen. Und da haben einige deutsche Fans, mit denen ich auch schon sprechen konnte, zu einem Trick gegriffen. Die haben dann befreundete Bekannte aus der Gegend angerufen, haben gesagt, hey, besorgt uns mal ein Ticket, damit wir auch dabei sein können. Also die Deutschen sind erstmal so ein bisschen hier nominell in der Überzahl. Solange sie mit dem Impfpass hier keine Mogeleien veranstalten, drücken wir da mal beide Augen zu. Und das Stadion in Liechtenstein, das zur Erklärung, das wird gerade modernisiert, da kommt eine Rasenheizung rein, deswegen wird in St. Gallen gespielt. Wir haben die Aufstellung gerade frisch erhalten. Nehmen Sie auch gleich mal ins Vollbild. So sieht sie nominell aus, lieber Patrick. Wie würden wir die taktisch aufstellen? Ja, das ist, glaube ich, recht interessant. Also auf jeden Fall wird es eine Viererkette sein, die Hansi Flick dann eben spielen lässt. Hat er ja gesagt, das ist sein Erfolgssystem. Da hat er 6 Titel mit den Bayern geholt. Also links Robin Gosens, das Zentrum in der Innenverteidigung, Niklas Süle an der Seite von Thilo Kehrer und rechts eben Riedle Baku, der U21-Europameister. Und dann wird es spannend in der Schaltzentrale. Klar ist,
Joshua Kimmich, der Aggressive Leader, das hat Hansi Flick unterstrichen, wird auf jeden Fall an der 6 spielen. Ich schätze an seiner Seite den etwas offensiveren Part eben Ilkay Gündogan, auf der 10 Jamal Musiala und dann eben auf den Flügeln Kai Havertz und Leroy Sané. Also dem schenkt der Bundestrainer, der neue Bundestrainer Hansi Flick bei seinem ersten Spiel eben das Vertrauen und ganz vorne in der Spitze als Alleinunterhalter eben Timo Werner. Eine Aufstellung, die sehr interessant ist, wie ich finde. Wenn wir sie nochmal online nehmen, dass die Zuschauer auch nochmal sehen, wie der DFB das getwittert hat, fällt auch auf, Kimmich als Kapitän. Es war vorher im Gespräch Gündogan oder Kimmich. Was glaubst du, hat für Kimmich und gegen Gündogan gesprochen? Ja, am Ende glaube ich auch, das Alter und wenn man so ein bisschen weiter guckt, die Zukunft, Joshua Kimmich, dem gehört die Zukunft des deutschen Fußballs und Hansi Flick kennt ihn. Das war quasi sein verlängerter Arm eben auch bei den Bayern auf dem Platz. Einer, der total geschätzt wird, der unfassbar ehrgeizig ist, auch in seinen frühen und jungen Jahren. Und das hat am Ende den Ausschlag eben gegeben, dass er den Vorzug erhalten hat. Und er wird die Rolle, da bin ich auch ganz sicher, mit vollem Ehrgeiz und Elan und auch mit Ehre und Stolz erfüllen. Denn das sagt er immer wieder, wenn er hier das deutsche Trikot tragen darf. Thilo Kehrer an der Seite von Süle in der Innenverteidigung. Kehrer ist einer, der Innenverteidiger, rechter Verteidiger, linker Verteidiger spielen kann. Inwiefern spielt er eine Rolle für die Zukunft? Ist er jetzt wieder neu mit dabei? Ja, das ist schon ein bisschen überraschend, ne, dass Thilo Kehrer dabei ist, weil unter Löw hat er dann auch so ein bisschen seine Probleme gehabt, wieder reinzukommen. Auch unter Thomas Tuchel, als der noch Trainer in Paris war, eben nicht ganz so die Spielanteile bekommen. Aber aktuell ist er im Pariser Star-Ensemble kaum wegzudenken, muss man sagen. Hat alle 4 Spiele in dieser Saison von Anfang an über 90 Minuten bestritten. Und wenn der seine Leistungen, wie eben im Verein, hier auch bei der Nationalmannschaft bringt, dann kann das ein Bestandteil, ein Baustein auch sein in der Zukunft. Aber wir dürfen nicht vergessen, ein Mats Hummels, ein Matthias Ginter, die sind eben angeschlagen und nicht dabei. Also ich glaube, wenn die da wären, würde auch mindestens einer von den beiden die Innenverteidigung bilden. Und ein Antonio Rüdiger, den haben wir auch noch vergessen. Das ist eigentlich der Abwehrchef, auf den eben auch Hansi Flick weiterhin setzen will. Also Kehrer, ein Fragezeichen, ob er das dann auch in Zukunft eben unterstreichen kann. Welche Chancen haben die drei Neuen heute zum Zug zu kommen? Ja, das bleibt auch abzuwarten. Wir haben es ja eben im Beitrag gesehen, der David Raum, für den ging das alles ja unfassbar schnell. Mit der U21, mit Olympia, mit dem Aufstieg, mit Greuther Fürth. Also ich kann mir schon vorstellen, weil er eben der einzige echte nominelle Linksverteidiger ist, dass der heute wahrscheinlich auch seine Einsatzminuten bekommen wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, Robin Gosens hat eine tolle EM gespielt, mit Abstrichen, aber eben im System bei Atalanta Bergamo spielte er die Fünferkette, ist der Schienenspieler auf der linken Seite. Also der kennt das System nicht unbedingt. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass dann ein Karim Adeyemi, der ja auch die neue Sturmhoffnung ist, der Salzburger, 19 Jahre alt, gebürtig aus München, den hat der Hansi Flick schon länger auf dem Zettel und beobachtet. Also ich kann mir vorstellen, dass der heute auch seinen Einsatz bekommen wird. Vielleicht noch eine ganz spannende Frage. Leroy Sané wird nun in der Startelf stehen, darf sich auszeichnen gegen Liechtenstein. Hat keine einfache Zeit, hatte es aber bei den Bayern unter Flick auch nicht immer so einfach. Wie beobachtest du diese beiden im Umgang miteinander? Streichelt Flick ihn eher, also verbal, oder tritt er ihn eher so ein bisschen? Nein, so einer ist der Hansi Flick auch nicht. Wenn er merkt, dass die Spieler auch mitziehen, und das hat Leroy Sané in den Tagen, die wir das Training dann auch beobachten konnten, eben auch gemacht. Und der Hansi Flick ist einer, der nimmt ihn oft dann auch mal zur Seite, führt die Einzelgespräche mit ihm, weil Leroy Sané ist dann durchaus auch ein Charakter, der so ein bisschen ein Eigenbrötler ist. Das konnte man auch hier wieder beobachten. Der lacht, der hat Spaß, aber es ist eben nicht einer, der in der vordersten Reihe ist, der die Spieler dann auch in den Arm nimmt und da Faxen mit denen macht. Der ist immer so ein bisschen abseits des Rasens, aber der Hansi kümmert sich um ihn und macht eben viel, damit der zurück in die Spur gerät. Und ich glaube, heute gegen Liechtenstein, bei allem Respekt, das kann ein Spiel sein, wo eben ein Leroy Sané auch mächtig Selbstvertrauen tanken kann. Und Selbstvertrauen soll auch zurückkommen mit speziellen Standardtricks. Man hat einen speziellen Standardtrainer extra mit hinzugenommen und hat auch ausgiebig ruhende Bälle, Freistöße, Eckbälle trainiert. Was können wir da erwarten heute Abend? Also das muss ich sagen, hat richtig Spaß gemacht. Also auch uns Reportern da zuzugucken in Stuttgart im Stadion. Da hat man selbst so das Gefühl gehabt, ach, so ein Freistoß, den würde ich jetzt auch schießen und dann mal gerne gucken, wie habe ich ihn eigentlich getroffen, wie fest ist der geflogen, weil Mats Buttgereit, das ist der neue Spezialtrainer bei Hansi Flick im Trainerteam und das ist ein Däne, der Deutsch spricht, der hat nämlich Großeltern aus Celle und der hat mit den Jungs eben dann auch mal rangenommen und eben ganz genau dann auch geschaut, wie man eben diese Freistöße schießt und sich dann werden ein paar Fotos gemacht, da sind dann auch die Fans, die da sind und auch schon Lust aufs Spiel haben. Also, die natürlich erkannt da haben. Da können wir, glaube ich, heute durchaus was erwarten.
Absolut, ja. Die würden wahrscheinlich auch gerne ein paar Freistöße bei Mats Puttgereit schießen. Also auf jeden Fall kann man da schon ein bisschen was erwarten. Noch nicht ganz so viel, aber der Mats Puttgereit ist eben einer, der aufs Detail Wert legt. Und wenn wir den Freistoß uns angucken oder noch in Erinnerung haben, Mikkel Damsgaard im Halbfinale gegen England, das war ja ein tolles Traumtor. Und da hat er seine Finger auch ein bisschen im Spiel gehabt, weil er eben meinte, das ist ein Freistoß, den hat er lange geübt. Da haben wir lange mit diesem System, mit dieser App, die eben benutzt wird, geschaut, wie er den verbessern kann. Also glaub noch nicht heute, aber sukzessive in den nächsten Wochen und Monaten wird man da eine Steigerung feststellen können. Vielen Dank, lieber Patrick, für die Eindrücke von vor Ort. Und da die Fans jetzt gerade hinter dir schon ins Stadion gegangen sind, du hast natürlich ein paar Fans befragt, mit welchem Gefühl sie heute in dieses Spiel gehen. Das wollen wir uns gemeinsam anschauen und dir wünschen wir einen schönen Abend. Danke. Welche Erwartungen habt ihr heute vor allen Dingen das Spiel und dann angeflickt? Ja, dass wir bestimmt ein paar Tore sehen und dass es vielleicht ein bisschen wieder mehr vertikal geht, also immer nach vorne und nicht so, wie wir es jetzt oft gesehen haben, immer Ballbesitz hintenrum, dass auch was Zählbares dabei herumkommt. Und ich glaube, bin ganz positiv gestimmt. Vor allem jetzt mit Kimmich im Mittelfeld. Sieht ganz gut aus. Ich sage 6-0. Wow. Dann sage ich 4-1. 6-0. 6-0, 4-1, 6-0 klingt wie ein Tennisergebnis, bis auf das 4-1. Aber es sind auf jeden Fall hohe Ergebnisse heute Abend insgesamt in der Qualifikation zu erwarten. Es lief nicht so wie erwartet für den BVB in diesem Transferfenster. Zumindest gegen Ende hatte man sich ein paar neue Spieler erhofft, die nun nicht gekommen sind. Klangvolle Namen, Fehlanzeige. Statt Callum Hudson-Odoi oder Diogo Dalot holte der BVB Marin Pongracic. Ein Reservist aus Wolfsburg als Noteinkauf für die verletzungsgebeutelte Abwehr. Die Schwarz-Gelben haben das Ende der Wechselperiode verpennt, so wirkt es. Was eben ins Transferfinale auch noch ein bisschen reinspielt, ist das Thema Verkaufskandidaten, denn da hat sich eben auch nichts mehr getan. Du hattest einen Roman Bürki, den bestverdienenden Torhüter, der eigentlich nur noch die Nummer 3 ist, der aber immer noch da ist. Marius Wolf, der voraussichtlich kaum eine Chance bekommen wird, und eben Nico Schulz, die alle noch da sind, die aber eigentlich als Verkaufskandidaten galten. Während Weltstars wie Cristiano Ronaldo oder Antoine Griezmann auf den letzten Drücker noch wechselten, steht Borussia Dortmund mit leeren Händen da. So empfinden das viele Fans. Der Pongracic-Transfer sorgte in den sozialen Medien für Frustration und Unverständnis. Wer? Man benötigt einen Rechtsverteidiger und einen Flügelspieler. Was wollen wir mit der vierten Geige in der Innenverteidigung vom VfL Wolfsburg? Verzweiflungstransfer. Schlechte Transferpolitik vom BVB. Kein Flügelersatz für Sancho, nix Gutes für die Verteidigung. Meisterschaft AD. Mit Diogo Dalot, in der letzten Saison von Manchester United an Milan verliehen, um Spielpraxis zu sammeln, war man sich angeblich schon einig. Der Transfer des Außenverteidigers kam letztlich trotzdem nicht zustande. Bei Flügelspieler Hudson-Odoi vom FC Chelsea verhinderte offenbar ein Machtwort von Thomas Tuchel den Deal. Aber hätten die beiden Wunschspieler den bestehenden Kader wirklich entscheidend verbessert? Hudson-Odoi auch von den Gehaltsvorstellungen glaube ich nicht unbedingt, dass er reingepasst hätte. Aber so jemand für die Außenverteidigerposition, das ist so ein bisschen schon eine Stelle, wo es im BVB-Kader ein bisschen hakt. Betrachtet man aber nicht nur die letzten Tage, sondern das komplette Sommertransferfenster, dann haben die Dortmunder durchaus einen guten Job gemacht. Mit Daniel Mahlen kam für 30 Millionen Euro ein Top-Talent aus Eindhoven. Außerdem wurde mit Gregor Kobel einer der vielversprechendsten Keeper der Liga verpflichtet. Und am wichtigsten, Torjäger Erling Haaland konnte gehalten werden. Grund zur Panik besteht also nicht. Wenn alle Stammspieler fit sind, ist der Kader trotz der missglückten Last-Minute-Deals gut genug, um Erfolge zu feiern. Kobel vielleicht der wichtigste Transfer für die Dortmunder eben in diesem Transferfenster. Nun hat er allerdings an den ersten drei Spieltagen schon 6-mal hinter sich greifen müssen. Aber er konnte sich auch mehrfach auszeichnen. Monsterparaden, Flugshows und pure Emotionen. Gregor Kobel überzeugt in seinen ersten Spielen für den BVB vollends und zeigt, warum ihn die Dortmunder vor der Saison aus Stuttgart geholt haben. Die neue Nummer 1 der Schwarz-Gelben hat Roman Bürki als Stammtorhüter verdrängt. Auch dank des Schweizers zeigt die Formkurve des BVB bisher nach oben. Achten Sie auf Torhüter Kobel. Der springt da wie auf Verdacht in diesen Ball hinein, nachdem er zuvor drüber steigen musste. Hier über den eigenen Kollegen, über Felix Passler.
Kobel hinten, Haaland vorne, da macht das Ganze schon sehr viel Spaß beim BVB. Aber da ist noch einer, der sehr viel Spaß macht beim BVB, mit Sicherheit in Zukunft, und auch im deutschen U21-Nationalteam. Es steht 5:0 aktuell im Live-Ticker auf sport1.de nachzulesen gegen San Marino auswärts. Und Moukoko hat zweifach getroffen. Da sind wir noch lange nicht am Ende. 45 Minuten sind noch zu spielen. Es wird nicht beim 5:0 bleiben. Auch das Länderspiel heute Abend gegen Liechtenstein wird natürlich im Live-Ticker auf sport1.de zu verfolgen sein. Und wir können uns morgen wiedersehen bei den Sport1 News ab 19:30 Uhr. Bis dann.